Ein gewöhnlicher Tag mit einer jungen Frankfurter Familie. Kein Geburtstag mit Geschenken oder so. Eher ein Tag, an dem der Familie klar wird, wie viele Geschenke sie sich mit vielen Frankfurtern und Frankfurter Firmen zusammen selbst machen. Denn allein 2016 konnte die Stadt mit ihrer Unterstützung 3,7 Milliarden Euro investieren. Geld, was die drei täglich für sich nutzen können. Beispielsweise die 144 Millionen Euro für den Bau neuer Schulen und Kitas sowie die Erhaltung bestehender. Oder die 285 Millionen Euro für den Ausbau des Nahverkehrs und die bequeme Fahrt zur Arbeit oder die Fahrt nachmittags zum Sport. Apropos Sport, 14 Millionen Euro fließen allein in die Sportförderung. Überhaupt leistet sich die Stadt eine gute Freizeitunterhaltung. 242 Millionen Euro werden in die Kultur gesteckt und damit unter anderem in den Frankfurter Zoo, in Museen und Ausstellungshäuser. Aber auch an neue Frankfurter wird gedacht. Der Wohnungsbau wird mit 45 Millionen Euro unterstützt. Und damit sich alle in Frankfurt sicher fühlen, geht die Stadtpolizei über 68.000 Stunden auf Streife. Also eigentlich fast ein gewöhnlicher Tag für die Frankfurter Familie. Nur, dass sie jetzt weiß, wohin ihr Geld in Frankfurt fließt. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir wissen das. Packen wir die Gestaltung unserer Stadt doch gemeinsam an. Gerne möchten wir auch Ihre Wünsche berücksichtigen. Der Bürgermeister und Stadtkämmerer nimmt sich dafür gerne persönlich Zeit. Kommen Sie doch in seine Sprechstunde. Anmelden unter bürgermeister@stadt-frankfurt.de.